Eine kleine Geschichte des Prunks. Mit welchen Statussymbolen schmückten sich Ritter im Spätmittelalter? Die Rüstung beschreibt die Bedeutung der Repräsentation beim Adel oder auch die Geschichte des Prunks. Getragen wurde sie von reichen Rittern im Spätmittelalter um 1500. Ritterrüstungen wie der Feldharnisch dienten in erster Linie zum Schutz ihrer adligen Träger im Kampf. Dank der vielen sich überlagernden Platten aus Eisen konnten sich Ross und Reiter vor den Hieben und Stichen der Schwerter und Lanzen schwingenden Gegner ziemlich sicher fühlen. Das war für einen berittenen Berufskrieger schon sehr vorteilhaft. Doch die Rüstung hatte noch mehr drauf. Als Statussymbol sorgte sie dafür, dass alle sofort wussten, der Ritter, der darin steckte, musste besonders vornehm und wohlhabend sein. Diese Rüstung war Hightech. Im Vergleich zu einfacheren Modellen oder gar einem bloßen Kettenhemd war dieser Harnisch besonders leicht, wurde aber durch seine filigran ineinander gearbeiteten Einzelteile besten Schutz bei großmöglicher Bewegungsfreiheit. Mit seinen feinen Linien und Riffelungen, dem schlanken Bein sowie dem Schnabelschuh und der hoch angesetzten Taille entsprach die Rüstung der zeitgenössischen gotischen Mode. Mit den individuell angefertigten Einzelstücken stellten die adligen Ritter auch ihre Zugehörigkeit zur höfischen Kultur der Fürsten- und Königshäuser zur Schau. Zur Angeberausstattung gehörte schließlich noch die richtige Pferdestärke. Schlachtrösser stammten aus besonderen Zuchten und bekamen für ihren Einsatz im Kampf eine spezielle Ausbildung. Sie mussten zudem stark genug sein, um einen gepanzerten Reiter und den Rossharnisch zu tragen. Ihre Anschaffung und ihr Unterhalt waren darum teuer. Das alles musste man sich leisten können. Zusammen entsprachen die exquisite Rüstung und das edle Schlachtross in etwa einem heutigen Luxusauto wie einem Ferrari. So erzählt diese Rüstung des Spätmittelalters nicht nur eine kleine Geschichte des Prunks, sondern symbolisiert auch die höfisch-ritterliche Kultur, die bis heute das Bild des gesamten Mittelalters bestimmt.